Ja, hallo Freunde, hier ist der Bambam und hier ist das nächste Let's Play von Rise of the Tomb Raider. Und ja, wir waren jetzt letztes Mal hier stehen geblieben im Grab des Propheten und hier noch am Überlegen, was man hier genau machen muss. Aber ich habe mal überlegt, zuerst gehe ich mal nochmal zurück und guck mal, ob da noch irgendwelche Schätze und so Sachen rumliegen. Weil das habe ich ganz ja, vernachlässigt eigentlich. Ja, wir waren ja hier hoch. Springen wir hier mal runter, würde ich sagen. Und gehen ja schon mal gucken. Weil hier unten hatten wir doch noch irgendwas gesehen. So viel Zeit muss hin. Ja, sie hat die Haare schön. Alte Münzen. Jetzt gucken wir erstmal nochmal hier. Direkt vor mir sind alte Münzen. Ah ja, hier. Die hören wir natürlich mit. Gucken wir noch was finden hier. Da ist auch noch was. Naja. Hier blinkt was. Noch ein paar Münzen. Und da steht doch irgendein Gerät. Was ist das mal noch an? Oh, nur Münzen dran. Okay. Das war's dann wohl. Scheint so. Auf die Teile hier kann man, glaube ich, schießen. Das sind doch diese Dinger, die immer an den Fallen dran hängen. Hängt sie höher. Also ich muss 7 von den Teilen da finden. Und abschießen. Ah? Das macht doch schon mal Sinn. So, haben wir hier noch was? Da hinten ist noch irgendwas. Da. Ja, und immer schön die Haare machen. Das ist wichtig. Aha. Eine Karte. Eine Karte. So. Das sind noch jede Menge Sachen. Hier vor mir ist da auch noch irgendwas. Kommt mal doch, ne? Oh Mann, Lara. Springt die da nicht runter? Dann vielleicht so. Also. Wo soll denn da noch was hin? Da oben. Kommen wir aber nicht hin. Klar. Da sollen noch Papiere ernst. Was sind unten irgendwo ein Kelch oder sowas? Da ist so eine Kiste. Da ist eine Kiste. Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Ja, das ist simpel. Naja. So. Jetzt müssen wir ja doch erstmal wieder hier hoch. Sachen da noch zusammensammeln. Komm.
hier soll auch noch was hin. Oder hier dran vielleicht. Hier, da ist da was. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. Aha. Ah, super. So, was haben wir noch? Da hinten ist noch irgendwo ein Zettel. Okay. Also jetzt gehen wir da hoch. Jetzt geht's Richtung Grab. Ah, stopp! Da hängt da noch so ein Teil. Cool. Nee, das sind keine so eine Dinger. Na gut. Das ist aber auch nichts mehr. Nee. Gut, dann gehen wir jetzt mal gucken. So, hier war das. Jetzt sind wir wieder da. Ist noch so ein Ding? Ah, ne. Hier ist ein Floß. Ein Floß war das. So, so. Alles voller Knochen, voller Toten. Das Wasser muss steigen. Aha. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Oh, oh. Na gut, jetzt hier drauf. Oh, scheiße. Schnell hier drauf. Ah, komm. Na super. Wenn ich auf diesen Balken komme. Gucken wir mal. Na, klasse. Die letzten Meter. Wir haben es geschafft. Gefunden.
Das ist ja besser wie Indiana Jones. Leer. Er ist leer. Nein. Nein. Was habe ich übersehen? Hey, hier unten ist es. Was sind denn das jetzt für Typen? Ah, das sind die Schweine aus dem Hubschrauber. Das sind die Schweine aus dem Hubschrauber. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Oh. Er hat Löcher in der Hand. Aufmachen. Vorsichtig. Der hat schon am Kreuz gehangen, es der Kerl. Das ist gefährlich. Sein. Und da kommt er wieder hin. Ich bin fertig, bin. Lara. Kopfschuss. Wer zur Hölle sind Sie? Ja. Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Genau. Jetzt aber raus hier. Komm, wir müssen hier raus. Oh. Schneller, verdammt schneller! Boah. Jawohl. Oh Mann. Was ist das? Aber die Knarre ist noch da. Super. Knarre hat sie nicht verloren. Oh. Film. Neue PC Games zu Achtolin. Jonah. Lara. Ach, Jonah heißt er. Warst du beim Grab des Propheten? Ja. Aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh.
verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Tatsache. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Uns nicht auf! Scheiße, Lara. Oh. Was machen wir jetzt? Was hat das Buch? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Ach, jetzt wissen wir, warum sie in Sibirien am Anfang sind. Aha, jetzt geht's da hoch. Sie lebt noch. Ah, so ein bisschen Lawine. Bringt mich nicht um. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Oh, kalt, hä? Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Naja, ich bin ja auch dabei. Ich bin ja dabei. Okay, ich muss Freunde. Schutz suchen. Ein paar Meter gucken wir uns noch an, würde ich sagen. Schneetief. Die Knarre? Wo ist denn die Knarre? Ich habe gar keine Knarre. Na ja, weiter. Ich muss mich bewegen. Na jo, wir bewegen uns doch. Du schaffst das. Mach schon. Was? Ein altes Camp. Ein altes Camp? Fast. Fast da.
Feuer machen. Feuer machen. Sammeln Sie Material für ein Feuer und einen Unterschlupf. So, wir hier. Okay, dann mach mir hier ohne Knarre, wenn... Oh Mann. Hauen wir mal dieses Zeug hier. Jawoll, eh. Licht nach vorne. Das könnte gehen. Ich brauch noch nicht drei. Genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Das noch? Das noch hier? Hin, Hochstand. Hochsitz. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Was ist das hier? Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Tiere ernten. Pflanzen ernten. Oh nee. Komm, zurück. Zum Camp. Entschuldigung. Jetzt habe ich 4 Fell gekriegt und ein noch was. Keine Ahnung. Fleisch. Kehren Sie ins Lager zurück und machen Sie Feuer. Los, verdammt. Oh. Mann. Na, da hoffen wir doch mal, das hat jetzt funktioniert hier mit dem Feuer. Da kommen zumindest die Wölfe nicht, tippe ich mal. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Oh, jetzt sollten wir erstmal ein bisschen Bubu machen. Ausruhen. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Oh, cool. Was ist das dann? Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich... Upgrade. Ich könnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Ah, cool. Ich habe meinen Bogen abgegradet. Was haben wir hier noch? Da haben wir jetzt nichts mehr. Waffen wechseln. Ah, hier kann man noch die Klamotten wechseln. Ja, schwarz ist cool. Schwarz glänzend. Unsterblicher Wächter. Ah ne, das geht nicht. Das geht nicht. Können wir, glaube ich, nicht machen. Unsterblicher Wächter. Ja. Lara ist, wie es aussieht, abgekackt. Ich würde einfach sagen, wir stoppen das Ganze dann hier und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, hier ist der Baumbaum und hier ist das nächste Let's Play. Bis dahin. Tschüssikowski.